Hallo Internet! Hier ist wieder Beckensack für euch und willkommen zu meinem neuesten Star Wars Theorie-Video. Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, ist seit circa einem Monat im Kino. Und der Film bricht ja gerade weltweit so ziemlich alle Rekorde, die er fast nur brechen kann. Es fehlt nur noch Avatar, den er überwinden muss, dann ist er der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ich hoffe auch, der Film schafft das, denn es ist ein sehr, sehr, sehr guter Star Wars-Film, meiner Meinung nach. Warum das so ist, könnt ihr übrigens nochmal in meiner Review euch anhören. Aber wenn man den Film gesehen hat, dann geht man wahrscheinlich mit so ein paar Fragen aus dem Kino raus. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wird mal Zeit, ein bisschen über diese Fragen mit euch gemeinsam zu diskutieren oder zu reden. Die erste Frage, die man sich beim Schauen des Films vermutlich stellt und die auch ein großer Kritikpunkt für mich in meiner Review war, ist, wer zum Geier ist eigentlich Supreme Leader Snoke oder Großanführer Snoke? Snoke ist der Anführer der Ersten Ordnung unserer Weltraum-Nazi-Sturmtruppler. Aber es ist schon komisch, wo dieser riesige, hässliche Kerl namens Snoke auf einmal herkommt. Überlegen wir uns doch erstmal, was wir eigentlich über Snoke wissen. Er ist der Anführer der Ersten Ordnung. Er ist vernarbt, hat eine riesengroße Narbe überm Gesicht, hat also irgendwann mal einen krassen Kampf hinter sich gehabt oder irgend so etwas. Er ist tatsächlich nicht 15 Meter groß, das war nur ein Hologramm. Wie groß der eigentliche Charakter wirklich ist, wissen wir nicht. Aber es wurde von offizieller Seite bestätigt, dass Snoke in echt nicht wirklich so riesengroß ist. Außerdem ist er der Anführer der Knights of Ren. Und er ist dementsprechend kein Sith. Er benutzt zwar die dunkle Seite der Macht, er bildet ja auch Kylo Ren aus, aber er ist nun mal kein Sith. Er hat seine eigene Gruppierung, eventuell sogar selbst gegründet, das wissen wir nicht genau, aber auf jeden Fall ist er auch der Anführer der Knights of Ren. Eine andere Aussage, die ganz interessant ist, ist die von Andy Serkis selbst, dem Schauspieler, der den Supreme Leader Snoke gespielt hat in dem Film per Motion Capture. Und Andy Serkis hat gesagt, dass sein Charakter, dass er ein komplett neuer Charakter ist, den man bisher in den Filmen von Star Wars noch nicht gesehen hat. Das heißt, wir können schon mal eine Sache ausschließen, es ist definitiv nicht, wie von manchen Leuten gemunkelt oder auch mal nebenher vermutet, der Imperator bzw. Darth Sidious, denn den haben wir wirklich zu Genüge in den vorherigen Star Wars Teilen gesehen. Also kann es nur ein komplett neuer Charakter sein, den man zuvor noch nie gesehen hat, wo erstmal erklärt werden müsste, wo diese Person auf einmal herkommt, dass sie jetzt auf einmal der Anführer der Ersten Ordnung ist und des Imperiums, was ein bisschen merkwürdig wäre und was ich auch ein bisschen scheiße finden würde. Aber es gibt natürlich ein kleines Schlupfloch bei der Aussage von Andy Serkis. Er hat gesagt, man hat den Charakter selber noch nicht auf der Leinwand gesehen. Okay, das heißt aber nicht, dass vielleicht nicht schon über ihn gesprochen wurde. Und die größte Vermutung, die da alle Fans momentan haben, ist ganz simpel Darth Plagueis. Darth Plagueis war der Meister von Darth Sidious, also der Meister vom Imperator. Und wir hören nur ein einziges Mal in den gesamten Star Wars Filmen von ihm und das ist in Episode 3. Hast du jemals von der Tragödie von Darth Plagueis dem Weisen gehört? Nein. Das dachte ich mir. Darth Plagueis war ein dunkler Lord der Sith. So mächtig und so weise, dass er die Macht nutzen konnte, um die Midichlorianer zu beeinflussen, dass sie Leben erschufen. Er hatte ein so ungeheures Wissen um die dunkle Seite, dass er sogar dazu in der Lage war, das Sterben derjenigen, welche ihm nahestanden, verhindern zu können. Er wurde unglaublich mächtig. Unglücklicherweise hatte er seinem Schüler alles beigebracht, was er wusste. Kurz darauf wurde er von seinem Schüler im Schlaf ermordet. Der einzige Knackpunkt an der Sache ist so ein bisschen, dass Darth Plagueis eigentlich tot sein sollte. Denn dieser wurde von seinem eigenen Schüler, Darth Sidious, dem Imperator, irgendwann hinterrücks ermordet.
In dem Expanded Universe, welches nach den ursprünglichen Filmen damals die Geschichten noch weiter erzählt hat, in Form von Büchern, Comics, Videospielen und so weiter und so fort, gab es auch Geschichten über Darth Plagueis. Auch wenn diese Bücher jetzt mittlerweile non-Kanon sind und nicht mehr zählen, ist es aber vielleicht trotzdem ganz interessant zu wissen, was da über Darth Plagueis erzählt wurde. In den Büchern ist es so, dass zumindest ansatzweise impliziert wird, dass Darth Plagueis der Vater von Anakin Skywalker ist. Nein, nein, er hat nicht Anakins Mutter durchgezogen wie ein dreckiger Bauarbeiter. Nein, nein, nein. Er hatte die Macht, die Midi-Chlorianer nach seinem Willen zu steuern. Und deswegen konnte er Anakin in dem Leib seiner Mutter entstehen lassen. Das wird nicht ganz klar gesagt, aber es wird zumindest impliziert. Und dadurch wäre technisch gesehen so ein bisschen Darth Plagueis halt der Vater von Anakin gewesen. Das erklärt dann übrigens auch später, warum Palpatine von vornherein es auf Anakin abgesehen hat, weil er nämlich vermutlich seinen Ursprung kennt. Eines schicksalhaften Tages hat sich Darth Plagueis nach einem großen Ereignis für ihn selbst extrem betrunken, ist eingepennt und wurde dann im Schlaf, weil er auch voll war und nichts mehr so richtig gecheckt hat, von Darth Sidious bzw. von Palpatine umgebracht. So ist es in den Büchern passiert. Ich habe ja gerade selber gesagt, diese Geschichten sind Non-Kanon, zählen also nicht mehr für die eigentliche Story der Filme, sind quasi nie passiert, wenn ihr so wollt. Aber trotzdem stimmt immer noch eine Sache, da sie halt in den Filmen erwähnt wurde, dass Darth Plagueis von seinem Schüler angeblich ermordet wurde. Und wenn wir uns den guten Snooky Snoopy mal ganz genau ansehen, dann sollte einem auffallen, dass er ja eine riesige Narbe über dem Gesicht hat. Könnte das eventuell eine Narbe sein von dem Angriff, den er durch seinen eigenen Schüler erlitten hat? Könnte es sein, dass Darth Plagueis tatsächlich die Macht hatte, das Sterben zu verhindern und er nach dem gemeinen Angriff von Palpatine sich selber einfach wieder zum Leben erweckt hat? Das würde auf jeden Fall das minimale Schönheitsmakel in seinem Gesicht erklären. Okay, dann stellt sich jetzt aber in diesem Moment die Frage, warum ist Darth Plagueis oder Snoke halt nicht früher schon mal wieder im Star Wars Universum aufgetaucht? Die Erklärung ist eigentlich relativ einfach. Es könnte halt Absicht von ihm gewesen sein, weil er eventuell seinem Schüler unterlegen war. Wir wissen ja nicht, da die Bücher nicht mehr zählen, wie genau er eventuell durch die Hand von Palpatine oder dem Imperator gestorben ist. Vielleicht hatten die auch einen tatsächlich normalen Kampf, bei dem Palpatine einfach stärker war als er von der Kraft. Und vielleicht hat er gewusst, dass, wenn er jetzt wieder in Erscheinung tritt, sein Schüler direkt zu ihm fahren wird und ihm direkt nochmal die Fresse polieren würde. Wäre natürlich nicht in seinem Interesse dann gewesen, dass sein Schüler weiß, dass er noch am Leben ist. Sollte sich diese Idee bewahrheiten, macht es natürlich insofern Sinn, dass Snoke damit wartet, sich wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen, bis sein alter Schüler Palpatine gestorben ist oder weg vom Fenster ist. Wir wissen ja nicht genau, wann Snoke das erste Mal auf den Plan getreten ist. Aber wisst ihr, der interessanteste Hinweis zu dem Ganzen liegt in der Musik der Filme. Denn in der Szene, in der wir das erste und das letzte Mal etwas von Darth Plagueis in den Filmen hören, kommt folgende Musik. Hört euch das mal an. Okay, richtig schön düsterer, muftiger Mönchsgesang, was weiß ich. So, und wenn wir uns jetzt die Soundtrack-Liste von Episode 7 angucken, dann fällt uns auf, dass es hier ein bestimmtes Lied für den großen Anführer Snoke gibt. Und wenn wir uns dieses anhören, dann sollte uns das echt bekannt vorkommen. Leute, das ist praktisch ein und dasselbe Lied. Das ist quasi dasselbe. Minimal anders, okay. Aber es ist doch schon ein großer Zufall, dass man dieses Lied benutzt und nicht zum Beispiel das normale Lied der dunklen Seite, was bei Star Wars in der Regel bei Sith oder sowas eingespielt wird.
Ziemlich gute Hinweise, was? Auf der anderen Seite kann man sich natürlich jetzt aber auch noch weiter fragen, warum sollte Snoke eigentlich jetzt die Knights of Ren gründen und nicht einfach wieder Sith ausbilden? Einfache Möglichkeit oder Antwort: hat für ihn vorher nicht funktioniert, also lässt das bleiben. Er war vorher ein Sith und er wurde von seinen Schülern hinterrücks abgestochen eventuell oder halt einfach besiegt. Die Sith, die bescheißen sich immer untereinander und vielleicht hat er dann irgendwann so sich gedacht, yo, das war scheiße, vielleicht sollte ich mein Leben mal ändern. Es würde insofern Sinn machen, dass er sich einfach was Eigenes aufbaut, einen eigenen Orden aufbaut, weil die normalen Lehren der Sith für ihn nicht mehr das Wahre sind, weil er hat ja am eigenen Leib erfahren, wie das Ganze in die Grütze gehen kann. Und deswegen wäre es schon logisch, dass er vielleicht einfach sagt, yo, ich bin zwar noch auf der dunklen Seite, ich übe jetzt aber eine andere Religion aus, wenn ihr so wollt. Also für mich gibt es hier eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Snoke ist tatsächlich in Wirklichkeit Darth Plagueis, der jetzt wiederkommt, nachdem der Imperator tot ist und die Bildfläche für ihn frei ist. Oder, und das würde ich mir eigentlich nicht unbedingt wünschen, dass er ein komplett neuer Charakter ist, den wir noch nie gesehen, noch nie gehört oder sonst was haben. Und der einfach da ist. Because of reasons. Weil dann müsste man sehr viel mehr Vorarbeit leisten und erstmal erklären, warum so ein Charakter jetzt auf einmal wieder da ist. Deswegen glaube ich tatsächlich daran, dass Darth Plagueis der große Anführer Snoke ist. Was die meisten von euch aber wahrscheinlich noch sehr viel mehr interessieren dürfte, ist der Elefant, der im Raum steht. Wo kommt der Pfeil her? Den habe ich hier nicht reingesetzt. Das ist nicht lustig! Nämlich die Frage, wer zum Geier ist eigentlich Rey? In Episode 7 ist Rey auf jeden Fall das größte Geheimnis. Und ich hatte vorher gedacht, dass sie, oder vermutet, dass sie die Tochter von Han und Leia ist und dementsprechend die Schwester von Ben Solo, also Kylo Ren. Aber nachdem ich den Film gesehen habe, ist es eigentlich offensichtlich, dass das nicht sein kann. Denn sowohl Han als auch Leia treffen Rey und beide verlieren kein Wort darüber, dass sie ihre Tochter ist. Oder sie erkennen sie auf einmal nicht. Han scheint aber eigentlich zu wissen, wer sie ist, denn Maz Kanata fragt ihn auf dem Planeten in dieser Schmugglerbar, wer ist denn dieses Mädchen? Und Han antwortet ihr auch, aber in diesem Moment wird ein Szenenwechsel gemacht und wir sehen nicht, worüber die beiden reden. Wenn sie also seine Tochter gewesen wäre, dann hätte Han sicherlich anders auf sie reagiert, wie in dem Film zu sehen war. Deswegen kann das nicht sein. So ziemlich alle Hinweise in dem Film deuten natürlich darauf, dass sie die Tochter von Luke ist. Und da gibt es wirklich unzählige Beispiele. Zum einen ist einfach die Parallele da dazu, dass sie alleine auf diesem Wüstenplaneten lebt, genauso wie Luke früher in Tatooine. Sie sitzt da, setzt sich den Pilotenhelm von einem X-Wing-Fighter auf, was halt auch direkt so impliziert, dass sie Luke ist. Dann die Worte aus dem Trailer. Die Macht ist stark in meiner Familie. Mein Vater hat sie. Ich habe sie. Meine Schwester hat sie. Auch du besitzt diese Macht. Oder dass sie eine extrem gute Pilotin ist und extrem gut mit Maschinen umgehen kann. Oder einfach, dass das Laserschwert, was früher Anakin gehört hat und dann Luke, nach ihr gerufen hat und es von ihr benutzt werden wollte. Wo man eigentlich wirklich mit der Nase reingedrückt wird, dass es seine Tochter sein muss. Es springt einem quasi mit dem Arsch voran ins Gesicht rein. Okay, gehen wir mal für einen Moment davon aus, dass sie tatsächlich Lukes Tochter ist. Dann könnte man mit Hilfe davon einige Kritikpunkte, die bei Leuten aufgetaucht sind, die den Film nicht so super fanden, entkräften. Viele Leute haben nämlich anscheinend ein Problem damit, dass Rey ohne Ausbildung, ohne nötiges Vorwissen um die Macht herum, innerhalb von kürzester Zeit komplett abgeht und eigentlich Sachen reißt, die jemand ohne Jedi-Ausbildung gar nicht können kann. Wie zum Beispiel ihr Umgang mit dem Laserschwert, ihr Umgang mit dem Gedankentrick und so weiter und so fort. Das ließe sich jetzt aber insofern erklären, dass Kylo Ren laut offizieller Quelle circa 30 Jahre alt ist und Rey laut offizieller Quelle ungefähr 18, 19 ist. Wir wissen aus dem Film, dass Ben Solo eigentlich der Schüler von Luke war und dieser hat irgendwann gegen ihn rebelliert, ist der dunklen Seite verfallen und hat angefangen, Lukes neue Jedi-Schule oder neuen Jedi-Tempel auseinanderzunehmen, komplett.
da er sich den gesamten Film über wie ein missverstandener Goff-Teenie benimmt. Was ich übrigens sehr gut finde, und Leute, die das nicht gut finden, die haben den Charakter nicht verstanden. Nur so nebenbei. Da er das macht, können wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er vielleicht, das ist jetzt wirklich nur Spekulation von mir, in dem Alter, wo er rebelliert hat, 15, 16, 17, 18 war. Also ein schwieriges Alter eigentlich für junge Erwachsene. Wenn diese Idee stimmen sollte oder grob hinkommen würde, dann wäre Rey dementsprechend bei dem Altersunterschied halt 5 bis 8 Jahre alt gewesen. Und sollte sie wirklich Lukes Tochter sein, dann können wir schon davon ausgehen, da Jedi früher ja eigentlich sehr viel früher angefangen haben, Jedi zu werden und trainiert zu werden in den Wegen der Macht, können wir davon ausgehen, dass Rey damals schon so einiges von ihrem Vater gezeigt bekommen hat. Nachdem Kylo dann so richtig wilde Sau gespielt hat und alles niedergebrannt hat und Luke sichtlich verstört war und sich schuldig gefühlt hat, denn nur deswegen ist er anscheinend ins Exil gegangen, weil er selber für sich persönlich gesagt hat, ich habe komplett in die Scheiße gegriffen. Ich bin schuld, dass die ganze Kacke so explodiert ist. Ich schäme mich, ich hau ab. Deswegen hat er das gemacht. Und wenn er wirklich solche Gefühle hat und Kylo Ren auch auf der dunklen Seite ist und alle Leute irgendwie auslöschen möchte, die irgendwie noch auf der hellen Seite sind, dann wäre es schon logisch, wenn Luke dann eventuell seine Tochter mitnimmt und versteckt, sie irgendwo hinpackt, wo Kylo Ren sie nicht erreichen kann oder die dunkle Seite nicht erreichen kann. Eventuell hat er sich an seine eigene Kindheit erinnert, auf Tatooine, und hat sich gedacht, ja, eigentlich hat mir das nicht geschadet, so ein simples Leben zu führen. Ne? Hat mich halt gelehrt, die einfachen Dinge im Leben zu schätzen. Das hat meinen Charakter geformt, das war eigentlich echt eine dufte Zeit. Man hat vielleicht deswegen, genau deswegen, Rey of Jakku ausgesetzt, damit sie halt zum einen geschützt ist, und zum anderen sie ein ähnliches Leben durchmacht wie Luke, der ja in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist und vielleicht genau deswegen nicht unbedingt so anfällig von Anfang an für die dunkle Seite der Macht war, weil er einfach ein sehr viel großzügiger, einfacherer Mensch gewesen ist. Da Kinder dazu neigen, traumatische Erlebnisse, wie zum Beispiel von seinem Vater einfach irgendwo in der Wüste zurückgelassen zu werden, solche Sachen zu verdrängen, und dann zu vergessen, auch wenn sie relativ jung waren, könnte es schon sein, dass Rey sich deswegen nicht an diese ganzen Sachen so richtig erinnert. Wir wissen nur, dass sie noch weiß, dass sie auf ihre Familie wartet, dass sie irgendwann zurückkommt. Es könnte doch sein, dass dieses traumatische Erlebnis dazu geführt hat, dass sie die Kenntnisse um die Macht und so weiter einfach vergessen hat, dass sie das verdrängt hat, dass das für sie alles so traumatisch war, dass sie das einfach alles in ihrem Kopf in irgendeine hintere Tür gepackt hat, den Schlüssel weggeworfen hat und gesagt hat, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Sie hatte auch am Anfang, wo sie das Laserschwert anfasst, kompletten Schiss vor der Macht und sagt, sie will damit nichts zu tun haben. Wahrscheinlich, weil sie unterbewusst merkt, dass sie damit schon extrem schlechte Erfahrungen gemacht hat. Als Kylo Ren dann anfängt, bei ihr den Gedankentrick zu machen und sie instinktiv sich dagegen wehrt, entdeckt sie ihre Kräfte wieder und fängt an, sie wieder zu benutzen. Sollte Luke tatsächlich ihr Vater sein, dann könnte das so oder so ähnlich tatsächlich hinkommen. Man müsste sich dann wahrscheinlich auch im selben Moment fragen, wen Luke umgebolzt hat, dass seine Tochter dabei rausgekommen ist. Ja, im Expanded Universe gab es auf jeden Fall Mara Jade. Das war die Frau von Luke dann später. Ist, wie gesagt, jetzt alles Non-Kanon, aber es kann ja sein, dass sie sie trotzdem irgendwie wieder einfügen. Oder beziehungsweise ist es einfach nicht weit hergeholt, dass Luke halt irgendeine andere Frau, die machtintensiv war, getroffen hat und mit ihr halt Rey gezeugt hat. Weiß man nicht. Vielleicht ist ja sogar auch seine Frau von Kylo Ren getötet worden bei dem Sturm des neuen Jedi-Tempels. Wissen wir nicht. Das würde aber auf jeden Fall nochmal Lukes Angst und seine Reue erklären und auch seine Panik davor erklären, dass er zu solchen Mitteln greift, wie seine Tochter auf einen Wüstenplaneten zu schicken. Weg von ihm. Vielleicht weil er einfach Schiss hatte, dass die Leute in seiner Umgebung, die ihm viel bedeuten, Schaden nehmen, wenn er da ist. Würde tatsächlich irgendwo Sinn machen. Außerdem muss man sagen, dass der Blick am Ende von Episode 7, wo Rey dann Luke tatsächlich trifft und sie ihm einfach nur das Laserschwert hinhält und die beiden nichts sagen zueinander. Sie gucken sich nur an und beide verstehen instinktiv sofort, wer der andere ist. Ich finde, das kommt bei dieser Szene wirklich sehr gut rüber. Man sieht, dass Luke gleichermaßen geschockt wie auch gerührt ist in dieser Szene. Und das würde sich halt ganz einfach dadurch erklären lassen, dass das tatsächlich seine Tochter ist, die bei ihm steht. Oder zumindest, dass er sie kennt.
dann würde das auch einfach sehr gut in das gesamte Thema von Star Wars passen. Denn der rote Faden aller Star Wars Filme ist eigentlich die Skywalker-Familie. Es geht immer nur um die Skywalkers. Eine einzige Familie, die das gesamte Universum in die Scheiße reitet. Das ist toll. dann hätten wir auf der einen Seite Kylo Ren, der die Skywalker-Familie durch die dunkle Seite der Macht verkörpert. Und auf der anderen Seite hätten wir dann Rey, die die Skywalker-Familie mit der hellen Seite der Macht verkörpert. Und somit wäre halt die ganz neue Trilogie jetzt und die darauf folgenden Filme, wenn dann Rey wiederholt gegen Kylo kämpft, halt im Prinzip der personifizierte Kampf der Skywalker-Familie zwischen der hellen und der dunklen Seite. Das würde einfach sehr, sehr gut ins Bild passen. Aber wisst ihr was? Es gibt da eine Sache, die mich da so ein bisschen stört tatsächlich. Eine Sache ist da, die mir nicht aus dem Kopf gehen will. Das ist nämlich die, dass es wirklich so unfassbar offensichtlich ist. Kann es sein, dass die Story der neuen Filme, wo vorher so ein krasser Aufwand betrieben wurde, dass keiner über den Film sprechen durfte, die Leute mussten so krasse Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben und es war wirklich wie Fort Knox am Set, dass kein Wort nach draußen gelangen soll. Es war komplett krank, was dafür ein Aufwand betrieben wurde. Und dann soll solch ein Geheimnis im Film so plump sein, dass es wirklich jedem auffällt, der den Film guckt? Wisst ihr, ich habe in meiner Review zu dem Film auch erklärt, wie einfach mal Episode 7 genau dieselbe Story ist wie Episode 4 und sie eigentlich ein und derselbe Film sind. Ist ja auch für mich persönlich nichts Schlimmes. Aber wenn sie dieses Thema weiterspinnen oder diesen Trend, dann wird wahrscheinlich Episode 8 ein Spiegel von Episode 5 sein und Episode 9 dann ein Spiegel von Episode 6. Und was haben wir in Episode 5? Wir haben in Episode 5 einen der geilsten und krassesten Plot-Twists in der gesamten Filmgeschichte. Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Nein, ich bin dein Vater. Wisst ihr, wenn sie das weitermachen wollen, wenn sie die Formel der Filme der alten Trilogie auf die ganz neue Trilogie jetzt übertragen wollen, dann liegt es sehr nahe, dass sie versuchen werden, auch in Episode 8 einen ähnlich großen Plot-Twist halt einzubauen. Deswegen habe ich tatsächlich einfach so das Gefühl, dass die Idee, dass Rey die Tochter von Luke ist, mit Absicht eine falsch gestreute Fährte ist. Weil wie einfach kann man einen Plot-Twist einbauen, als die Leute glauben zu lassen, das ist genauso und sie wirklich mit der Nase drauf zu schubsen, um dann einfach in Episode 8 zu sagen, nö, ist gar nicht so. Dann hat man ganz einfach, ganz schnell einen Plot-Twist, wo man sagt, what? Okay, wenn sie also nicht Lukes Tochter ist, wessen Tochter ist sie dann? Ich glaube, so wie viele andere im Internet auch, dass Rey die Enkeltochter von Obi-Wan Kenobi ist. Damit wäre sie eine Kenobi und keine Skywalker. Wisst ihr, der einzige Hinweis auf Obi-Wan Kenobi, den wir in Episode 7 bekommen haben, ist der Name von Kylo Ren, also der eigentliche Name, da er Ben Solo heißt, angelehnt an Ben Kenobi. Das war ja später sein Name, den er dann angenommen hat, als er ca. 20 Jahre auf Tatooine allein gelebt hat. Und ansonsten nicht viel. In der Szene, wo Rey das alte Lichtschwert von Anakin in die Hand nimmt zum ersten Mal, wenn man ganz genau hinhört, dann kann man zum einen Yoda hören, man hört auch Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi und Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi. Hier hat man sich sogar den Aufwand gemacht, alte Tonspuren aus der alten Trilogie von Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi zu nehmen und so zusammenzuschneiden, dass er den Namen von Rey sagt. Also wirklich Rey. Wenn man ganz genau hinhört, fällt einem das auch auf. Aber leider haben sie in der deutschen Fassung einfach die Stimme von Ewan McGregor dafür auch genommen und nicht die vom alten Obi-Wan. Aber in der englischen Version ist es tatsächlich so drin. Die Frage, die man sich also stellen sollte, ist, warum macht man sich diesen krassen Aufwand für Obi-Wan, wenn es nicht eine weitere Bedeutung hätte? Wisst ihr, für mich ist das so ein klassischer Kansas City Shuffle. Man geht links herum, während die gesamte Welt nach rechts guckt. Warum
sollte man so krass implizieren, dass sie die Tochter von Luke ist und dann nur ganz, ganz subtil andeuten, es gab hier noch Obi-Wan Kenobi und darauf weiter nicht eingehen, wenn es da nicht eine tiefere Verbindung geben würde. Gut, okay, man kann jetzt sagen, der einzige Charakter, der wirklich wahrscheinlich viel über Obi-Wan sprechen würde, wäre Luke selber, da er auch wahrscheinlich den meisten Bezug zu Obi-Wan hatte. Aber auf der anderen Seite muss Obi-Wan auch trotzdem für Han und Leia wichtig gewesen sein, denn ansonsten hätten sie ihren Sohn nicht nach Ben Kenobi benannt. Und es ist schon merkwürdig, dass der ansonsten zu keiner Zeit im Film erwähnt wird. Was wirklich dagegen spricht, ist einfach nur, dass Obi-Wan ja eigentlich ein sehr treuer und gewissenhafter Jedi war und der auch immer das gemacht hat, was im Sinne des Orden der Jedi ist und sich diesem nicht widersetzt hat, anders als sein Meister Qui-Gon in der Regel. Genau hier ist der springende Punkt, denn wir haben keine Ahnung, noch nicht mal ansatzweise, was Obi-Wan in diesen 20 Jahren auf Tatooine gemacht hat. Wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, was Yoda gemacht hat, der war 20 Jahre lang alleine auf Dagobah, hat so langsam aber sicher seinen Verstand verloren und hat sich benommen wie ein kleiner grüner Pusemuckel, als er das erste Mal Luke trifft. Wobei man jetzt auch hier sagen kann, vielleicht war das nur ein Test von Yoda, um zu sehen, wie geduldig Luke ist oder auch nicht. Hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Aber Yoda wird wirklich erst wieder zum klassischen Yoda, als Luke den Jedi-Meister Yoda selbst erwähnt. Und auch die Macht erwähnt. Da wird er eigentlich erst wieder zu dem alten, weisen Yoda und benimmt sich danach kein einziges Mal wieder komplett kürre. Das macht er nicht. Danach ist er wieder der alte, ganz normale Yoda. Alle Infos, die wir von Obi-Wan haben, ist, dass es den alten, verrückten Ben gibt, der irgendwo in der Wildnis auf Tatooine lebt. Alle Leute nennen ihn alt und verrückt. Das ist auch schon so ein bisschen so ein Hinweis, dass er vielleicht so ein bisschen ähnlich drauf war wie Yoda in der Zeit, in der er alleine war. Wirklich eine Aussage darüber treffen können wir eigentlich nicht, denn in dem Moment, wo Obi-Wan wirklich Kontakt mit Luke hat, wird er sofort in das alte Leben zurückgeholt, weil er nämlich sofort Obi-Wan Kenobi sagt und Ben sich sofort daran zurückerinnert und das in ihm eine schon ziemlich sichtbare Emotion auslöst. Behauptet unbeirrbar, einem Obi-Wan Kenobi zu gehören. Ist er mit Ihnen verwandt? Wissen Sie, wen er meint? Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Seit Ewigkeiten. Wir lernen also Ben Kenobi gar nicht kennen. Wir sehen die ganze Zeit über Obi-Wan Kenobi. Ben Kenobi, den Namen, den er 20 Jahre lang getragen hat und mit dem er sich wahrscheinlich auch anders benommen hat, den sehen wir überhaupt nicht. Da gibt es gar keine Zeit für, weil wir sofort Obi-Wan bekommen und nicht den alten, verrückten Ben. Wenn wir jetzt noch weiter über Obi-Wan nachdenken, dann stimmt es zwar, dass er in der alten Trilogie immer sehr im Interesse des Jedi-Ordens gehandelt hat und sich auch eigentlich immer streng an die Vorschriften gehalten hat, aber in der neuen Trilogie ist er eigentlich ein ziemlich manipulatives Sackgesicht. Alles, was Obi-Wan macht in Episode 4, dient wirklich nur dazu, Luke dazu zu bringen, ein Jedi zu werden. Das macht er ganz berechnet und er verschweigt ihm dabei sogar wichtige Sachen, die für Luke nicht uninteressant sind, wie zum Beispiel, dass Darth Vader sein Vater ist oder dass Leia seine Schwester ist. Das erzählt er ihm alles einfach nicht und das nur zu seinem eigenen Vorteil, beziehungsweise zum Vorteil der gesamten Galaxis. Könnte es also sein, dass Obi-Wan sich nicht nur in Ben Kenobi umbenannt hat, um sich zu verstecken, sondern auch, weil er einfach mit seinem alten Leben nicht mehr unbedingt was zu tun haben sollte? Weil er vielleicht auch Schuldgefühle hatte, dass er es mit den Lehren der Jedi, mit den Guidelines des Jedi-Ordens es nicht geschafft hat, Anakin davor zu bewahren, auf die dunkle Seite zu gehen? Könnte es vielleicht deswegen sein, dass er aus Trotz oder aus gesundem Menschenverstand einfach sich im späteren Leben einfach ein bisschen anders verhält? Meine Idee bei dem Ganzen ist also, dass Obi-Wan mit dem Ablegen des Namens Obi-Wan auch sein altes Leben abgelegt hat und als Ben Kenobi quasi so ein bisschen ein neuer Mensch geworden ist. Es könnte doch sehr gut sein, dass er in dieser Zeit, in diesen 20 Jahren, was ja wirklich eine lange, lange, lange Zeit ist, einfach sich eine Frau gesucht hat und mit der was gehabt hat. Ist ja möglich. Wir wissen halt nichts darüber. Ich finde einfach, es ist nicht so abstrus, sich das vorzustellen.
Gehen wir jetzt einfach mal tatsächlich davon aus, dass Rey die Enkeltochter von Obi-Wan Kenobi ist. Was bedeutet das für Star Wars oder für das gesamte Film-Franchise? Das ändert nämlich tatsächlich den gesamten Plot so ein bisschen aller Filme. Dann geht es auf einmal nicht mehr nur stur zentral um die Skywalker-Familie, nein, es geht um den Kampf der Skywalker-Familie gegen die Kenobi-Familie oder umgekehrt. Wir gehen davon aus, dass die Skywalker die Helden des Franchises sind, einfach weil sie die Protagonisten in der Story sind. Aber wenn man da ganz genau mal drüber nachdenkt, hat Obi-Wan nicht eigentlich viel mehr geleistet? Die Skywalkers waren immer sehr emotional und dementsprechend auch sehr anfällig für die dunkle Macht. Der Papi hat es nicht geschissen gekriegt, den Imperator zu töten oder das Imperium abzuwenden. Er ist der dunklen Seite verfallen. Danach hat er hunderte, tausende ermordet. Dann wurde er von seinem Sohn Luke gestoppt. Aber der hat ein paar Jahre später genau denselben Fehler begangen und hat es nicht geschafft, seinen Neffen auf der hellen Seite zu behalten und hat wieder in die Scheiße gegriffen und hat wieder nur Chaos verursacht und Tote. Jetzt überlegen wir uns doch mal, was Obi-Wan gemacht hat. Er hat Darth Maul besiegt. Er hat Anakin ausgebildet. Er hat Anakin aufgehalten, beziehungsweise nach seinem besten Ermessen. Er hat Luke dazu gebracht, sich auf den Weg der Macht zu begeben. Er hat sein Leben geopfert für die gesamte Galaxis. Er ist derjenige, der sich mit Absicht von Darth Vader töten lässt, nur damit Luke seinen vorbestimmten Pfad quasi gehen kann. Er ist es, der auch nach seinem Tod Luke immer noch mit Rat und Tat zur Seite steht. Obi-Wan ist es auch, der selbst in extrem emotionalen Momenten zumindest ansatzweise einen kühlen Kopf bewahrt und versucht, rational zu denken. Ich habe an dir versagt, Anakin. Ich habe an dir versagt. Anakin, Kanzler Palpatine ist das Böse. Nach meiner Meinung sind die Jedi das Böse. Nun, dann bist du verloren. Es ist vorbei, Anakin. Ich stehe deutlich über dir. Ihr unterschätzt meine Macht. Versuch es nicht! Wenn man da also ganz genau drüber nachdenkt, dann ist es schon irgendwie eher so, dass die Kenobi-Familie die eigentlichen Helden sind, weil sie sehr viel wertvollere Dinge tun und auch sehr viel bedachtere Dinge tun und auch sehr viel selbstlosere Dinge tun als die Skywalkers. Wenn man das im Hinterkopf hat und man dann nochmal Episode 7 guckt, dann sieht man das alles auch wirklich unter einem anderen Licht. Dann tragen nämlich Ben Solo und Rey Kenobi genau den Kampf aus, den ihre Großväter vor so vielen Jahren begonnen haben und führen ihn weiter. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis für die gesamten Filme. Ganz ehrlich, meint ihr nicht, alle sind komplett geschockt, wenn sie im Kino sitzen und Rey sagt sowas wie, ich weiß, ich bin eine Skywalker. Und dann sagt irgendwer, nein, du bist eine Kenobi. Dann denken doch komplett alle, what? Es gibt da einen ganz großen Punkt, der dagegen spricht, und das ist der, dass ja das Laserschwert, das Finn und Rey dann später haben, eigentlich das alte Laserschwert von Anakin und von Luke ist. Ist soweit auch richtig. Ist eigentlich ein Skywalker-Schwert. Aber wenn man sich jetzt einfach mal von der Zeit her überlegt, wie lange dieses Laserschwert in dem Besitz der Skywalker-Familie war und dann sich überlegt, wie lange dieses Schwert im Besitz von Obi-Wan Kenobi war, dann wird man zu dem Schluss kommen, dass Obi-Wan dieses Laserschwert länger besessen hat als die Skywalkers. Macht das Lichtschwert dann nicht vielleicht eher zu einem Kenobi-Schwert als zu einem Skywalker-Schwert? Außerdem muss man dann sagen, dass die Szene am Ende von Episode 7 dann wiederum in einem anderen Licht erscheint. Denn dann ist es nicht Rey, die ihrem Vater begegnet und sagt, bilde mich aus. Nein, dann ist es eine Kenobi, die dem Skywalker wieder das eigentliche Skywalker-Schwert überreicht. Und dieses Mal wäre es halt ein Skywalker, der ein Kenobi ausbildet und kein Kenobi, der einen Skywalker ausbildet. Meiner Meinung nach ist diese Idee nicht weniger wahrscheinlich als die Idee, dass sie tatsächlich Lukes Tochter ist. Für mich persönlich ist das eine 50-50-Chance, was davon jetzt richtig ist und was nicht. Wir werden es in der nächsten Episode wahrscheinlich erfahren. Aber eine habe ich noch. Eine Idee steht da immer noch im Raum. Und das ist nämlich die, wie Rey eventuell so mächtig sein kann. Warum ist Rey so stark mit der Macht, obwohl sie eigentlich, oder zumindest augenscheinlich, soweit wir wissen, momentan keine Jedi-Ausbildung genossen hat?
Die Idee, die ich dazu habe, ist, dass nicht Anakin der Auserwählte war, der die Macht ins Gleichgewicht bringen wird, sondern dass Rey eigentlich die Auserwählte ist, die die Macht ins Gleichgewicht bringen wird. Denkt bitte mal darüber nach. Ja, uns wird Anakin als der Auserwählte verkauft. Aber Yoda sagt selbst, dass die Prophezeiung missverstanden sein hätte können. War das jetzt grammatikalisch richtig? Ich vertraue ihm nicht. Bei allem gebührenden Respekt, Meister, aber ist er nicht der Auserwählte? Ist er nicht derjenige, der die Sith vernichten und die Macht ins Gleichgewicht bringen soll? So sagt es die Prophezeiung. Eine Prophezeiung, die missverstanden worden sein kann. Hier ist es jetzt wirklich komplett irrelevant, ob Rey eine Skywalker oder eine Kenobi ist. Es ist komplett egal, denn den Titel des Auserwählten oder die Bestimmung des Auserwählten oder der Auserwählten kann man genauso darauf anwenden, als darauf anwenden. Das ist egal. Aber wir wissen halt, dass eventuell die Prophezeiung missverstanden wurde. Wir Fans haben uns dann ohne ein offizielles Statement, das wirklich schwarz auf weiß gesagt hat, ja, so ist es, haben wir uns zusammengereimt, dass Anakin tatsächlich die Macht ins Gleichgewicht gebracht hat, da es am Ende halt nur noch zwei Jedi gab, nämlich Obi-Wan und Yoda, und zwei Sith, den Imperator und Darth Vader selbst. Aber das ist halt eine Fanerklärung. Wir haben da gar kein offizielles Statement zu, dass es wirklich so ist. Außerdem hinkt das Ganze so ein bisschen, weil man ja nicht unbedingt Jedi oder Sith sein muss, um die Macht zu nutzen. Es gibt immer noch nebenher in der Galaxie zig Wesenheiten, die die helle Seite und die dunkle Seite der Macht nutzen. Jedi oder Sith zu sein, ist, wenn ihr so wollt, nur eine bestimmte Ausbildung oder ein bestimmter Zweig einer Religion, die man ausübt. Ja, das heißt nicht, dass ihr unbedingt Jedi sein müsst, um die Macht zu nutzen. Deswegen hinkt eigentlich der Ansatz, dass die Macht ins Gleichgewicht gebracht wurde, nur weil es zwei Jedi und zwei Sith gibt. Weil das gibt uns keine Aussage darüber, wie viele andere helle und dunkle Machtnutzer es überall in der Galaxis überhaupt noch gibt. Deswegen ist es meine Idee, dass die Macht noch gar nicht ins Gleichgewicht gebracht wurde, dass die Prophezeiung noch gar nicht erfüllt wurde, dass wir das erst noch in den kommenden Episoden sehen werden, weil Rey die Auserwählte ist und nicht Anakin. Vielleicht heißt dann ja sogar tatsächlich der Titel von Episode 9 Star Wars Episode 9, das Gleichgewicht der Macht. Kann ja sein, wir wissen es jetzt einfach noch nicht. Aber wenn das stimmt, dass sie die Auserwählte ist und nicht Anakin, dann würde das doch ihren krassen Umgang mit der Macht und vor allem auch den Umgang ohne viel Training erklären. Ich meine, wenn ich der Auserwählte bin oder die Auserwählte bin, dann sollte ich doch schon so ein paar Hammer-Sachen auf dem Kasten haben. Anakin hat nämlich keine besonderen Fähigkeiten gezeigt, außer, dass er gute Reflexe hat, dass er gut mit Mechanik umgehen kann und dass er einen sehr, sehr, sehr hohen Midichlorianer-Wert hat. Ihr wisst alle, was ich von den Midichlorianern halte. Und deswegen gehe ich darauf jetzt erstmal nicht ein. Aber auf der anderen Seite sind diese Fähigkeiten, also gute Reflexe zu haben, beziehungsweise ein guter Pilot zu sein, als auch sehr gut mit Mechanik umgehen zu können, halt auch Fähigkeiten, die Rey auch beherrscht. Gut, wenn wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich Lukes Tochter ist, dann könnte man auch einfach sagen, das ist etwas, was in der Familie halt generell vorhanden ist. Kann man sie jetzt so nicht pauschalisieren oder eine klare Aussage treffen. Aber trotzdem ist halt das, was mich stört, dass Anakin außer diesen Grundfähigkeiten, die eventuell einfach in der Skywalker-Familie echt stark sind, dass er außerdem nichts gezeigt hat, was ihn wirklich als krassen, auserwählten Jedi oder sowas gezeigt hätte. Gibt es nicht. Rey hingegen macht das schon. Also, die Jedi sagen selbst, dass es möglich ist, dass die Prophezeiung missverstanden wurde. Wir als Zuschauer gehen davon aus, dass es einfach die falsche Interpretation war, dass die helle Seite quasi obsiegt und Anakin nicht zur dunklen Seite übergehen darf oder kann. Aber vielleicht wurde sie ja schon insoweit falsch verstanden, dass Anakin tatsächlich nicht der Auserwählte ist. Das waren meine Spekulationen oder Ideen zu den offenen Fragen aus Episode 7. Mich würde es jetzt natürlich extrem interessieren, was ihr davon haltet.
Denkt ihr, Supreme Leader Snoke ist tatsächlich Darth Plagueis? Glaubt ihr, Rey ist die Tochter von Luke Skywalker? Oder sagt ihr auch, das ist so ein bisschen zu einfach und zu offensichtlich? Vielleicht ist hier an der Theorie mit Kenobi doch was dran? Und was sagt ihr dazu, dass Rey eventuell die Auserwählte ist und nicht Anakin? Ich bin sehr gespannt, was ihr mir zu sagen habt. Schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Wie immer lese ich all eure Kommentare. Ich freue mich darauf, mit euch zu diskutieren. Und bis zum nächsten Mal sage ich, möge die Macht mit euch sein. Ich weiß nicht genau warum, aber wenn ich versuche, mir Kylo Rens Leben in Lukes Jedi-Schule vorzustellen, dann denke ich immer nur daran, wie er mit den Goth-Kindern auf South Park auf der Bank sitzt und sich mit seinem Laserschwert Zigaretten anzündet. Hallo Leute, ich bin's nochmal mit etwas Eigenwerbung. Ich habe vor kurzem 2 Podcasts zu Final Fantasy mit meinen Freunden aufgenommen und die Podcasts sind wirklich lang, aber ich denke für jeden Final Fantasy Fan extrem unterhaltsam. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt jetzt auch hier irgendwo draufklicken, dann kommt ihr direkt zum Podcast. Der eine geht über 3,5 Stunden, der zweite circa 2 Stunden. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, aber hey, für nebenbei ist das, denke ich, eine ganz coole Sache. In Kürze fange ich ein neues Let's Play an, nämlich von Hartful Boyfriend. Ja, da hat mir ein sehr guter Freund den nächsten Teil auf Steam gegiftet. Und was für ein Freund wäre ich, wenn ich jetzt nicht zu seiner Ehren auch diesen Teil mit meiner wunderbaren Vogelsingstimme nicht auch Let's Playen würde. Freut euch also auf das neue Let's Play. Und bis zum nächsten Mal sage ich wieder Tschö mit Ö.